Gegrüßt zusammen und herzlich willkommen zur 463. Folge vom Let's Play Optim 2 der Omnibus Simulator mit mir, auch im Jörn Rieser. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück. Wir fahren jetzt in Linie 264. Sie führt uns von der Böhrenstraße nach Bottrop Hauptbahnhof. Fahrzeit dauert zwischen 40 bis 45 Minuten. Unser Fahrzeug ist der Iveco Crossway LE, der Schnellbus-Mod. Wir fahren im KSW Repaint. Gaswetter ist Stuttgart, wir fahren auch direkt los. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrt und viel mal gute Unterhaltung. Nächste Haltestelle, Finkenstraße. Nächste Haltestelle, Steinkopfbad. Zugang zum Freibad. Ich vergesse nicht mit. Nächste Haltestelle, Steinkopfbad. Zugang zum Freibad. Wenn die Fahrgäste nicht mit möchten, dann sehen wir gleich kommt. Sehr geehrte Fahrgäste, ich heiße Sie herzlich willkommen von der Linie 264. Sie führen von der Böhmerstraße. Nächste Haltestelle. Neuer Brücke. Nach Bottrop Hauptbahnhof. Mein Name ist Jörn Rieser, ich bin heute Ihr geschätzter Busfahrer und werde Sie sicher und verabsamt durch das schöne Bottrop begleiten. Falls Sie welche Fragen oder Anregungen haben, können Sie gerne jederzeit zu mir nach vorne kommen. Deswegen stehe ich als Busfahrer auch jederzeit zur Verfügung. Aber bitte nerven Sie sich nicht mit unnötigen Fragen. Dankeschön. Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, ich hoffe, euch da draußen geht's allen gut. Mir geht's auch gut, kann mich nicht beklagen. Wir stehen aktuell bei 422 Abonnenten und bei einer Aufrufzahl von knapp an die 125.400 Aufrufe. Wie immer, vielen herzlichen Dank dafür für euren kostenlosen Support in jeglicher. Jetzt ist es echt eine klasse Community und macht gerne fleißig so weiter. Warum wollten die Fahrgäste nicht mit? Obwohl ich hier die einzige Linie bin, die hier fahren.
entspannt weiter. Nächste Haltestelle, Betriebshof. Ich hoffe, ihr habt alle da draußen ein... Nächste Haltestelle, Felsenstraße. Ein schönes Wochenende gehabt. Ich auf jeden Fall. Mein Wochenende war gut gewesen. Am Samstag haben wir ja unseren Betriebssport gehabt. Da war ich mit meinem Cousin in der EMBW in Heilbronn gewesen. Da war ich besser als er. Ich habe 432, er 420 gespielt. Bei 100 Kugeln. Nächste Haltestelle zur schattigen Buche. Und am letzten Wochenende so also das Nächste Haltestelle Eigenmarkt. War die Bezirksmeisterschaft von der Jugend gewesen, also von der U10, U14 und der U18. Die haben in Stuttgart Kaltenteig wieder den Livestream habe ich angeschaut. Das war am Samstag und Sonntag gewesen. Willst du jetzt fahren, dann soll ich fahren. Das ist mich gut. Nächste Haltestelle, Liebrechtstraße. Nächste Haltestelle, Ernst-Ender-Straße. Nächste Haltestelle, Trabenstraße. Nächste Haltestelle, Fischedick-Straße. Nächste Haltestelle, Rheinbadenstraße.
Wir haben Sonntag gerade die Bezirksmeisterschaft von Brackenheim gewesen. Also die haben Tandem-Mix gemacht. War auch wirklich sehr interessant gewesen. Muss ich wirklich sagen. Ich hab natürlich als Kegelfan beide Livestreams gleichzeitig angeschaut. Auf dem Fernseher die Jugendbezirksmeisterschaft von Kaltental, auf der anderen auf dem Handy das von Brackenheim. Nächste Haltestelle, Maybachweg. Gestern Abend um 19 Uhr war ich mit meinem Cousin im Kegeltraining gewesen. Nächste Haltestelle, in der Bover Heide. Nächste Haltestelle, AEG die Straße. Wir haben 2:2 in Durchgängen gespielt. Er hat 480 gespielt, ich habe 471 gespielt, also 9 Holz Unterschied. Nächste Haltestelle, Alsenstraße. Und ich darf am nächsten, übernächsten Montag, also nach Ostern, das ist der 17. April, da darf ich wieder zu meiner Oma nach Eschenau gehen, dann wieder zum Mittagessen und so. Nur an dem Tag ist halt kein Training, weil wenn wir abends unser Abteilungsfestbar machen, also dünn dann zusammen Abendessen als Kegelabteilung und über die Saison reden und so. Nächste Haltestelle, Flassviertel. Ja, am 15. April haben wir dann das Top-Turnier. Da spielen wir den klassischen 120er Wurfmodus und wechseln wir wieder im Uhrzeigersinn durch. Also wenn ich auf Bahn zum Beispiel jetzt auf Bahn 2 anfange, dann gehe ich von Bahn 2 auf Bahn 3, dann von 3 auf 4 und von 4 auf 1.
Also wir wechseln dann wieder bestimmt im Uhrzeigersinn durch. Ich spiele erst mittags um 13 Uhr und mein Cousin um 14 Uhr, aber wir gehen schon 11 früher rein. Nächste Haltestelle, Pestalozzi Straße. Seine Freunde gehen bestimmt auch wieder mit. Nächste Haltestelle, Germaniastraße. Am 15. April, also nach dem Top-Turnier, ist er, machen wir noch Nächste Haltestelle, Finanzamt. Ein Grillfest danach. Ich weiß nicht, ob ich dort bleibe oder nach Hause gehe. Mein Cousin und seine Freunde bleiben dort, aber ich weiß nicht, ob ich dann dort bleibe und mitfeiere. Also ich bin nicht so der, wie heißt es, so der Feiertyp. Noch am 22. April haben wir das letzte Spiel vom Betriebssport. Und dann haben wir auch Sommerpause bis wieder bis September. Aber am 1. Mai-Wochenende ist ja meine württembergische Meisterschaft in der U23. Ich weiß noch nichts Neueres, wo der Standort ist, also wo das ist, also der Austragungsort. Nächste Haltestelle, Bottrop ZOB, Berliner Platz, Bussteig 12. Genau, ich mache jetzt 5 Minuten Pause. Nee. Immer keiner möchte mit.
Nächste Haltestelle, Pferdemarkt. Ich habe mir auch letzte Woche habe ich mir auch einen neuen Abo-Counter zugelegt, den seht ihr ja über mir. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie er euch gefällt. Gestern habe ich auch wieder einen neuen Livestream gemacht. Und zwar von Test Drive Unlimited 2. Das waren die letzten vier Herausforderungen gefahren vom Ibiza Cup. Nächste Haltestelle, Nadradstraße. Ich habe gesehen, dass YouTube Probleme gehabt hat, wegen dass nicht genug Videodaten empfangen worden sind und so weiter. Wo ich alles nochmal eingestellt habe. Nächste Haltestelle, Heidenheck. Maximal waren immer so 1-2 Zuschauern da gewesen. Aber sie haben leider nichts in den Chat geschrieben. Das fand ich ein bisschen traurig. Aber ich hab's auch völlig nachvollziehen können, ist auch klar, die meisten sind auch arbeiten oder sind auch in der Schule, also haben noch keine Osterferien und so. Und ich habe die meisten auch ohne Ankündigung gestartet. Aber ich habe vor, vielleicht in dieser Woche nochmal einen Stream zu machen. Nächste Haltestelle, Knappschaftskrankenhaus. Ich weiß aber noch nicht, von welchem Spiel oder von was ich den Stream machen will oder zu welcher Uhrzeit. Da dürft ihr euch gerne wie immer überraschen lassen. Ich habe auch mal nachgesehen, wie viele normale Linien hier mir noch fahren müssen. Danach kommen noch die 11 normale Linien. Dann kommen ja die SB-Linien, also die Schnellbuslinien und die Nachtbuslinien. Und auch die eine Taxibuslinie da. Und dann sind wir fertig mit der Themenwoche hier. Von der langen Themenwoche. Ich habe ja gesagt, dass es hier auf dieser Karte, hier auf dem Add-on, rund 50 Linien gibt zum Fahren. Natürlich werden wir die Linien nicht befahren, die keinen Fahrplan, wo es keinen Fahrplan gibt. Die werden wir auslassen. Aber zu jeder Folge dürft ihr euch gerne Busse wünschen, also die ich für euch in dem Let's Play fahren soll. Aber dann könnt ihr euch gerne auch wie heißt es? Busse aussuchen, die ich noch nicht in einem Let's Play gezeigt habe, ne? Weil sonst sieht man ja die ganzen Busse doppelt und dreifach. Das möchte ja auch niemand sehen, ne? Nächste Haltestelle,
Westfriedhof. Nächste Haltestelle am Quellenbusch. Bleibt er mitten in der Lüstung stehen. Eine kleine Spielstraße. Nächste Haltestelle am Freitagshof. Schön mit Voltgetriebe fahren wir hier. Ich habe gesehen, in dieser Variante habe ich den Bus euch noch gar nicht gezeigt, ne? Glaube ich. Nächste Haltestelle am Wienberg. Oh, hier ist kein Backup. Volle Fahrt voraus. Nächste Haltestelle, Bottrop von der Ort Bahnhof. Was ist Stopp schön? Drei Sekunden zum Stehen kommen. Schauen. Fahren. Denkt daran, liebe Community, wir sind Road to 500 Abonnenten. Also mir fehlen noch 78 Abonnenten, die meinen Kanal kostenlos abonnieren. Nächste Haltestelle, Horsthove Straße. Abonnieren müssen. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr einen YouTube-Kanal abonniert, dann erkläre ich es euch. Nächste Haltestelle im Bramkamp. Es war zu guter Erst, müsst ihr ein Google-Konto euch anlegen, also mit dem ihr eure Nächste Haltestelle, Wismannstraße. Eure Daten verknüpft sind. Wenn ihr ein Google-Konto habt, dann ladet euch oder geht ins Internet auf youtube.de oder .com. Dann klickt ihr auf Anmelden und dann müsst ihr euer Google-Konto mit YouTube verknüpfen und anmelden. Nächste Haltestelle, Armela Hof.
Wenn ihr dann auf YouTube angemeldet seid, habt ihr automatisch einen Kanal. Und wenn ihr das alles gemacht habt, könnt ihr euren Lieblings-YouTuber, YouTuberin kostenlos unterstützen, indem ihr auf Abonnieren klickt, beim Kanal dann auf bei der Glocke, dann klickt ihr auf die Glocke, um auf alle zu stellen. Dann bekommt ihr meistens eine Benachrichtigung von YouTube, wenn neues Video oder neue Livestream angekündigt wird. Wenn euch die Videos oder Livestreams gefallen, könnt ihr gerne auf den Daumen nach oben Button gehen. Gefällt euch das Video? Nächste Haltestelle, Unterberg. Das Video oder der Livestream? Was noch kostenlos ist, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie euch das Video oder der Livestream gefällt, dann dürft ihr auch euren Lieblings-YouTubern oder YouTuberin Fragen stellen oder Wünsche äußern, die sie erfüllen können. Oder Verbesserungsvorschläge machen, was sie verbessern können. Nächste Haltestelle, Bottrop Hauptbahnhof. Die Videos und Leistungs teilt auf euren Social Media Netzwerken, also die Links dazu. Das ist auch komplett kostenlos und kostet euch nicht einen Cent. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, dabei sein und fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne wie mein kostenloses Abo da. Vergesst die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Lasst auch gerne auf dem Video gerne den Daumen nach oben da. Schreibt gerne Fragen, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge auch gerne in die Kommentare. Folgt mir auch gerne auf Instagram und auf Discord. Links dazu findet ihr wie immer in der Kanalinfo. Da ist auch ein Link zu meinem YouTube-Kanal, den dürft ihr gerne mit euren Freunden teilen, um mich, Freunde, Familie, Verwandtschaft, alle Leute, die ihr kennt, um mich kostenlos zu supporten und unterstützen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, baut kein Mist. Und bis zum nächsten Mal. Und das war unser Bus, unser Iveco Crossway LE Schnellbus Mod im KSW Repaint. Also macht's gut, bleibt gesund, baut gemist und bis zum nächsten Mal. Euer YouTuber-Streamer und Freund Dylan Rieser. Tschüss!